mein Name ist Holger Lund. Ich bin beim Bund Naturschutz in Burghausen und beschäftige mich hier im Landkreis seit 30 Jahren mit dem Thema Trinkwasser. Es freut mich ganz außerordentlich, dass hier heute Abend so viele Menschen versammelt sind. Das ist ja ein bedeutender Tag. Es ist nicht nur der Weltwassertag, sondern es ist der Gründungstag einer Bürgerinitiative hier im Landkreis. Das Thema hat hier sehr große Relevanz. Es betrifft sehr viele Menschen. Es betrifft das Blut sehr vieler Menschen. Es hat in den letzten Monaten eine Menge Diskussionen darüber gegeben. Und ich werde versuchen, Ihnen heute Abend als Einführungsvortrag sozusagen einen Überblick zu geben, wo stehen wir, was ist im Landkreis passiert, wo sind unsere Probleme. Gut, ich werde über insgesamt drei Themen oder drei Schwerpunkte sprechen. Das eine ist Nitrat. Jetzt will ich mal versuchen, wie das mit dem Mikro geht. Gut. Das eine ist Nitrat, das andere sind die Pestizide und natürlich, last not least, die PFOA-Kontamination. Sie haben die letzten Monate ausführlich darüber in der Presse gelesen oder mit den Nachbarn diskutiert. Bevor ich mit dem Nitrat beginne, möchte ich eins vorausschicken. Wir brauchen alle eine bäuerliche Landwirtschaft. Es geht hier nicht darum, auf die Landwirte hier einzudreschen oder da irgendwie einen Buhmann zu suchen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist unsere Grundlage, wir brauchen die. Und die Lösung des Problems mit dem Nitrat im Trinkwasser geht nur zusammen mit den Landwirten. Das ist ganz wichtig und ich möchte das ganz ausdrücklich betonen. Ich spreche hier also nicht gegen die Landwirte, sondern wir werden versuchen müssen, mit den Landwirten gemeinsam eine Lösung dieses Problems zu finden. Sie sehen hier auf der ersten Folie sozusagen die Hitparade der Nitratwerte im Landkreis. Und da haben wir folgendes Bild. Wir haben verschiedene Gemeinden. Oh, Entschuldigung. Wir haben hier verschiedene Gemeinden. Und Spitzenreiter mit dem höchsten Nitratwert ist derzeit Burgkirchen mit der Quelle in Reiten-Haslach. Funktioniert nicht. Okay. Der Wert dort ist 43,8, gefolgt von Tüßling mit 39,7. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Wichtig ist, es gibt einen gesetzlichen Grenzwert, das wissen Sie, 50 Milligramm pro Liter. Aber, und das wissen sehr viele Leute nicht, das Umweltbundesamt hat eine Warngrenze definiert, die liegt bei 75% des Grenzwerts. Und drei Gemeinden in unserem Landkreis liegen schon oberhalb dieser Warngrenze. Das ist Burgkirchen, Tüßling und Teising, dicht gefolgt von Töging und einigen anderen, die diese Warngrenze bereits jetzt überschreiten. Es gibt einen Zielwert, der angestrebt werden soll. Also wenn die Warngrenze überschritten wird, gibt das Umweltbundesamt vor, dann sollen Gegenmaßnahmen ergriffen und definiert werden. Es gibt einen Zielwert 1, der liegt bei 50, und es gibt einen Zielwert 2, der liegt bei 10. Es gibt auch einige positive Nachrichten. Einige Gemeinden im Landkreis, also zum Beispiel Garching, Kastel und Dürlaching, haben relativ gute Nitratwerte. Burghausen hat 12,4. Sie wissen alle, Burghausen bekommt das Wasser aus Österreich. Die eigenen Quellen in Burghausen liegen auch in dem Bereich von Tüßling und Teising, also auch in der Spitzengruppe. Aber dadurch, dass Burghausen Wasser aus Österreich bekommt, sind wir in einer glücklichen Lage, relativ gute Werte zu haben. Zum Vergleich, Sie sehen hier auch München. München hat ein exzellentes Trinkwasser bezogen auf Nitrat mit 6,7. Das ist sozusagen Mineralwasserqualität. Jetzt werden einige sich fragen, warum hat München so gute Werte und wir so schlechte? Die Antwort ist, München hat seit Jahrzehnten Verträge mit Landwirten im Leusachtal und im Mangfangtal. Dort wird auf einer mehrere tausend Hektar großen Fläche Ökolandbau betrieben, der von der Stadt München bezuschusst wird, wo Ausgleichszahlungen erfolgen mit sehr niedrigen Nitrateinträgen und das schon seit Jahrzehnten. München ist heute die Großstadt in Europa mit den besten Wasserwerten. Es kommen Delegationen aus ganz Europa, um sich das anzuschauen. Die Münchner haben das geschafft und wir haben es offensichtlich nicht geschafft. Warum ist es so? Ist es was Gott gegeben ist? Sind die in einer Lage, wo sie halt auf
Werte auf Wasser zurückgreifen können und bei uns ist es eben nun mal schlechter. Nein, das ist nicht so. Sie sehen hier zum Beispiel die Werte von Alzgern, Brunnen 1, wie sich das seit 1980 entwickelt hat. Alzgern hatte 1980 einen Nitratwert von 7,5 Milligramm. Das heißt, Alzgerner und viele andere im Landkreis hatten in den 70er, 60er Jahren spitzenmäßiges Trinkwasser. Es ist dann aber in den 80er, 90er Jahren stark angestiegen und wir haben eben nicht das gemacht, was die Münchner gemacht haben, darauf Acht gegeben, dass die Nitrateinträge so hoch sind. Deswegen haben wir heute auf dem Land schlechtes Trinkwasser bezogen auf Nitrat und die Münchner haben sehr gutes Trinkwasser in Bezug auf Nitrat. Hier nochmal die Vorgaben vom Umweltbundesamt. Es ist mitnichten so, dass wir das alles einfach nur so hinnehmen sollen, sondern das Umweltbundesamt hat sehr klare Vorgaben. Wenn der Warnwert überschritten wird, dann müssen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Es gibt Zielwerte, die habe ich eben schon genannt. Und es gibt ein Minimierungsgebot, das ist auch in der Trinkwasserverordnung festgeschrieben, Paragraph 6 der Trinkwasserverordnung. Und genau darüber werde ich heute Abend an verschiedenen Stellen noch sprechen. Es gibt ein Minimierungsgebot und es gibt auch eine Aufforderung zur Trendsumkehr, die gesetzlich verankert ist. Es ist also mitnichten so, dass wir das einfach so hinnehmen sollen, sondern der Gesetzgeber hat gesagt, ihr müsst eine Trendumkehr einleiten und es gibt ein Minimierungsgebot. Ich möchte jetzt auch gar nicht nur schimpfen, sondern ich möchte auch auf positive Initiativen hinweisen. Schon im Jahr 1990 hat die Gemeinde Burgkirchen als erste Gemeinde im Landkreis eine Wasserschutzvereinbarung mit Landwirten getroffen. Es hat dann 1993 eine weitere gemeinsam mit Burghausen gegeben. Es ist eine erhebliche Fläche in diesem Schutzgebiet, aber diese Fläche ist offensichtlich nicht groß genug. Die Maßnahmen, die vereinbart worden sind, haben keine durchschlagende Wirkung gezeigt, aus unterschiedlichen Gründen, die wir gerne noch diskutieren können. Seit 2006 bezieht Burghausen das Wasser aus Österreich. Und jetzt ein wirklich positives Beispiel, nämlich unser Nachbarlandkreis, der es viel besser macht. Unser Nachbarlandkreis hat eine Ökomodellregion Waginger See, Rupertiland. Dort ist mit Unterstützung von Bundesmitteln aus Berlin, die lassen sich das aus Berlin bezahlen, Stickstoff- und Phosphatdünger sehr stark reduziert worden. Es sind viele Landwirte dort unter Vertrag, es gibt viele Ökolandwirte. Es ist auch eine sehr, sehr gute Imagewerbung für den Landkreis dort. Sie sehen hier das Logo. Es spielt für den Tourismus eine große Rolle, für viele Betriebe, die Produkte verarbeiten, spielt es eine große Rolle, bis hin zu Brauereien. Ich komme darauf noch heute Abend. Ein sehr positives Beispiel, wir können uns daran orientieren. In 2018, in diesem Jahr, eine Vorbereitung eines neuen Förderprogramms für Burghausen und Burgkirchen in Zusammenarbeit mit Professor Hülsbergen von der TU München. Ziel ist es, den Stickstoffeintrag mit realistischen Stickstoffbilanzen in einem vergrößerten Schutzgebiet zu reduzieren. Wir werden nächste Woche, glaube ich, mehr darüber erfahren. Nitrat im Trinkwasser, in aller Kürze jetzt nur. Was können wir tun? Natürlich, Trinkwasserschutzgebiete neu erkunden und ausdehnen ist ein ganz wichtiger Punkt für die Gemeinden und für die Behörden. Landwirtschaft, ökologischer Landbau in Schutzgebieten und darüber hinaus ist die wirksamste Maßnahme. Keinen mineralischen Dünger mehr, Großvieheinheiten begrenzen auf 2 Großvieheinheiten pro Hektar. Im Rupertiland, in dieser Modellregion, ist es heute bei 1,4. Die haben das noch sehr viel weiter runtergeschraubt mit sehr positiven Ergebnissen. Und nächster Punkt, Begrenzung des Nitrateintrags auf 170 Kilogramm pro Hektar. Jetzt werden Sie sich fragen, wo kommt denn dieser Wert her? Das ist die neue geltende Düngeverordnung, die seit letztem Jahr in Kraft ist. Dieser Wert ist nach wie vor in der Diskussion und viele wettern da auch dagegen. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Nitrateintragung begrenzt wird. Man wird sicherlich darüber reden müssen und das schon außerhalb der Schutzgebiete und innerhalb der Schutzgebiete sollte dieser Wert deutlich darunter liegen. Bei Bodenuntersuchungen im Herbst dann natürlich einen Reststickstoff kleiner 50 Kilogramm. Ich will jetzt auf die Details da nicht eingehen. Konsequente Überwachung und Beprobung, Entsorgungsnachweis für Betriebe mit Massentierhaltung.
Sie wissen, dass wir im Landkreis eine neue Hähnchenmast bekommen in Mehring mit 60.000 Hähnchen pro 3 Monate, also 240.000 Hähnchen im Jahr. Dort werden Hähnchen so gehalten, dass 33 Kilo Lebendgewicht pro Quadratmeter erzeugt werden. Sie können sich mal überlegen, was das bedeutet. Das sind natürlich auch erhebliche Mengen Stickstoff bzw. Hühnerdreck, Hühnermist, der auf entsprechenden Flächen entsorgt werden muss. Entsorgungsnachweis für solche Betriebe unbedingt erforderlich. Stichwort Precision Farming, ich möchte es nur streifen, optimierte sensorgesteuerte Einbringung von Stickstoff, das betrifft aber eigentlich nur den mineralischen Dünger und nicht Mist und Gülle. Für die Konsumenten sehr wichtig, stickstoffarme Herstellung von Lebensmitteln unterstützen, ganz, ganz wichtig. Jeder von Ihnen kann das unterstützen, indem er entsprechende Produkte aus Ökolandbau kauft. Und natürlich weniger Fleisch essen, beziehungsweise Fleisch aus Biobetrieben kaufen. Jetzt das zweite Thema. Also ich bin gebeten worden, hier so ein bisschen auf die Tube zu drücken, dass wir durchkommen. Deswegen drehe ich da jetzt ein bisschen aufs Gas. Pestizide im Trinkwasser. Sie kennen das. In den 80er Jahren hatten wir das Problem mit Atrazin. Atrazin ist hier im Trinkwasser aufgetaucht, in Burghausen, auch in anderen Gemeinden. Atrazin ist ein inzwischen verbotenes Herbizid. Damals wurden die Grenzwerte überschritten und wenn Sie sich die Analysewerte von diesem Gift anschauen, finden Sie das heute noch in unserem Trinkwasser, auch in Burgkirchen, allerdings glücklicherweise unter dem Grenzwert. Aber 30 Jahre später haben wir also immer noch Spuren, und zwar deutlich über der Nachweisgrenze in unserem Trinkwasser, sowohl hier in Burghausen, sowohl in Burghausen als auch in Burgkirchen. Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser. Sie nennen sich Pflanzenschutzmittel, es sind natürlich Pflanzengifte, es sind Pestizide. Laut Expertenbefragung werden 30% der deutschen Ackerfläche jährlich mit Glyphosat behandelt, also ein Drittel. Und wenn Sie glauben, das sei irgendwo in Norddeutschland, da irren Sie sich, das ist auch bei uns der Fall. Glyphosat in Herbiziden ist weiterhin in der EG erlaubt, Sie kennen die Diskussion. Allerdings wurde auf Initiative Frankreichs das Additiv Tallowamin 2016 verboten. Der ebenfalls toxische Ersatzstoff Nitroryl ist weiterhin sehr umstritten. Die Krebsforschungsagentur IARC stufte Herbizide mit Glyphosat in Kombination mit Zusatzstoffen als wahrscheinlich krebserregend an. Das Deutsche Bundesamt für Risikoforschung bewertet Glyphosat allein als nicht krebserregend. Man muss wissen, die Toxizität der Additive wie Tallowamin ist wesentlich höher als die von Glyphosat. Es macht einen Riesenunterschied, ob man das fertige Produkt, also das Gesamtprodukt, untersucht oder nur Glyphosat allein. Möglicherweise haben beide Agenturen recht. Glyphosat allein ist wesentlich ungefährlicher als Roundup, in dem der ganze Cocktail steckt. Insofern sind da viele Leute verwirrt, aber was aufs Feld kommt, das ist der Cocktail, das sind auch die Additive. Werte für Nitroryl und das Zusatzprodukt AMPA, also dieses Zerfallsprodukt, Entschuldigung, im Grundwasser sind weitgehend unbekannt. Sie haben es hier mit einem Riesencocktail zu tun, es ist natürlich nicht nur Glyphosat, sondern viele andere Herbizide und Insektizide. Glyphosat zerfällt relativ schnell, was einerseits gut ist, auf der anderen Seite haben Sie das Problem, dass Sie es dann mit einem ganzen Zoo von Zerfallsprodukten zu tun haben, die im Grundwasser dann irgendwann ankommen. Die Zulassung für Glyphosat wurde um weitere 5 Jahre verlängert. Sie kennen die Diskussion, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Nun ein sehr interessantes Thema. Glyphosat auf entarteten Wiesen. Was sind entartete Wiesen? Entartete Wiesen ohne Anführungsstriche ist ein feststehender Begriff für Agrarexperten. Links sehen Sie eine entartete Wiese. Das ist jetzt keine Satire, das ist ernst. Diese Wiese hat blühende Kräuter und viele verschiedene Grassortenarten,
Deswegen ist es eine entartete Wiese. Diese Wiese ist in den Erträgen relativ geringwertig. Man kann sie nicht so oft düngen, sie bringt übers Jahr, denn heute wird ja 7 oder 8 Mal gemäht, keine so hohen Erträge im Vergleich zu einem nicht entarteten Grünland. Das sehen Sie rechts. Und wie kommt man von entartetem Grünland zu nicht entartetem Grünland? Ja, man verwendet Glyphosat. Wenn Sie die linke Wiese abspritzen und alle Pflanzen abtöten und danach neu einsehen mit einem Hochleistungsgras einer einzigen Sorte, dann kommen Sie zu nicht entartetem Grünland. Das können Sie intensiv düngen mit Gülle und anderen mineralischen Düngern. Und dann können Sie auch 7 oder 8 Mal im Jahr mähen. Und das, ich habe extra beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Töging angefragt, das wird zur Erneuerung von entartetem Grünland, wird Glyphosat verwendet und auch empfohlen in unserem Landkreis. Und jetzt kommt es noch interessanter. Dieses Glyphosat wurde auch in Burgkirchen, hier, wo wir uns jetzt befinden, vor 5 Jahren verwendet, um solche Wiesen von entartetem Grünland in nicht entartetes Grünland zu verwandeln und auch im Trinkwasserschutzgebiet hier in Burgkirchen. Dies ist erlaubt. Ich habe extra nochmal angefragt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Dies ist legal, dies ist gemacht worden. Es wird auch nicht bestritten. Gut, wenn Sie glauben, Glyphosat sei nur irgendwo auf einer Wiese, Glyphosat ist auch im bayerischen Bier. Der Trinkwassergrenzwert liegt bei 0,1 Mikrogramm pro Liter. Erdinger Weißbier hat 0,3, das Dreifache. Augustiner 0,4, das Vierfache. Franziskaner 1,1, das Elffache. Kann ich nur sagen, Prost, wohl bekomm's. Das ist der Test von 2017 vom Umweltinstitut. Da waren noch mehr Biere drin, da waren Spitzenreiter, die hatten das 50-fache. Es geht aber auch anders und das möchte ich ausdrücklich betonen. Das Steiner Bier hier aus dem Nachbarlandkreis verwendet Gerste aus ökologischem Landbau, auch von Landwirten hier aus unserem Landkreis. TU München hat dieses Bier geprüft, dort liegt der Glyphosatwert unter der Nachweisgrenze. Sie als Verbraucher, Sie können entscheiden, Glyphosat ja oder nein, Sie können es beim Bier entscheiden, Sie können es aber auch bei der Milch entscheiden. Sie wissen, dass eine große Molkerei in Südostbayern ihre Landwirte unter Vertrag hat, dass sie kein Glyphosat verwenden dürfen. Es gibt eine andere große bayerische Molkerei, die mit den blauen Etiketten bei München, die das ausdrücklich ihren Landwirten erlauben. Sie als Verbraucher können entscheiden, welche Produkte Sie wollen und welche Landwirte Sie unterstützen. Gut, ein sehr interessanter Aspekt, die Herbizidresistenz. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben, es gibt inzwischen sehr viele Pflanzen, sogenannte Unkräuter, die Resistenzen gegen Glyphosat entwickelt haben. Die wichtigste dieser Pflanzen ist eine ganz harmlos aussehende, nämlich der Ackerfuchsschwanz, der in Nordamerika und in England schon ganz erhebliches Problem darstellt. Das ist sind Daten aus einem offiziellen Bericht an das englische Parlament aus dem Jahr 2014. In Südengland haben praktisch alle Grafschaften inzwischen große Probleme mit Ackerfuchsschwanz und die Erträge auf den Flächen mit starkem Befall sind um 23% zurückgegangen. Das heißt, die Landwirte haben dort jahrzehntelang Glyphosat verwendet mit dem Versprechen, dass ihre Erträge steigen und heute stehen sie vor der Situation, dass sie Ertragseinbußen bis zu 23% haben und es gibt einzelne Grafschaften, wo der Weizenanbau überhaupt nicht mehr rentabel ist. Das ist die schöne neue Welt der Herbizidresistenz. Und wenn Sie glauben, das sei nur England, dann irren Sie sich. Denn diese herbizidresistenten Pflanzen, die kommen jetzt von Nordwesten nach Südosten, beziehungsweise vom Westen nach Osten. Sie sehen links die Situation 2010. Die resistenten Fälle, das sind die hellblauen. Und Sie sehen die Situation 2013. Es wird immer mehr. Und wenn Sie jetzt meinen, das ist irgendwo in Norddeutschland, dann irren Sie sich wieder.
In Nordwestbayern sind diese Pflanzen auch schon angekommen und sie dringen immer weiter nach Südosten vor. Soweit ich jetzt informiert worden bin vom Amt in Töging, sind in Neumarkt, St. Veit diese Pflanzen auch schon angekommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann haben wir die auch in Südbayern. Und diese Situation, dass dann glyphosatresistente Unkräuter den Bauern große Probleme bereiten, werden wir hier auch bekommen. Nun, natürlich hat Monsanto da eine Lösung parat, das ist ja ganz klar. Und die Lösung heißt, ein stärkeres Gift nehmen oder mehrere neue Komponenten nehmen. Eine neue Lösung, die Monsanto letztes Jahr in den USA eingeführt hat, nach einem ultraschnellen Genehmigungsverfahren, was ja jetzt bei Trump möglich ist, heißt Xtendimax. Der Wirkstoff heißt Dicamba. Sie sollten sich das merken, das kommt auf uns zu. Dicamba ist eigentlich schon relativ alt, das ist auch in Deutschland zugelassen. Und Dicamba ist, je nachdem wie es formuliert wird, bis zu 400-fach stärker im Vergleich zu Glyphosat. Da ist Glyphosat eine richtig harmlose kleine Brühe gegen. Die Ergebnisse in den USA jetzt nach der Zulassung sind absolut durchschlagend. Beim ersten Einsatz in Arkansas hat es Verwehungen gegeben und es sind 1,4 Millionen Hektar angrenzende Felder extrem beschädigt worden bis zu totalen Ernteausfällen. Die Dicamba wird in Kombination jetzt verwendet mit genetisch veränderten Sojabohnen. Diese genetisch veränderten vertragen die Dicamba. Nachbarfelder, die kein genetisch verändertes Saatgut verwenden, haben dann das Nachsehen. Es hat dort extreme Fälle gegeben, es hat auch extreme Streitfälle gegeben, das können Sie sich jetzt vorstellen, zwischen Landwirten, die den Schaden haben und die, die den Schaden nicht haben. Die Spirale dreht sich. Inzwischen gibt es ein Unkraut in den USA, das heißt Pigweed, das ist ein Amaranth, der ist auch schon resistent gegen die Dicamba und gedeiht hier auf einem Feld, wo die Sojabohnen, die nicht genetisch verändert wurden, haben dort starke Erscheinungen, Beschädigungen und Pigweed wächst ganz wunderbar. Das heißt, die Spirale dreht sich weiter. Nach Dicamba wird ein neues Ultragift angewendet werden müssen, um Pigweed zu bekämpfen. Der amerikanische Wissenschaftler Nathan Donnelly hat es so ausgedrückt, wir sind auf dem Weg ins Nirgendwo. Die nächste Geschichte ist eine dritte Chemikalie und dann eine vierte Chemikalie. Sie müssen kein Raketenwissenschaftler sein, um zu sehen, wohin das führt. Diese neuen Wirkstoffe sind natürlich teurer. Die Kosten der amerikanischen Pharma pro Hektar für Pestizide haben sich in den letzten Jahren dramatisch nach oben verändert, bei gleichbleibenden oder sinkenden Erträgen. Sie können sich alle vorstellen, Sie brauchen kein Rechenkünstler zu sein, um zu überlegen, wohin das für die Pharma dort führt. Ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in Burgkirchen in den letzten Jahren eine Feldlerche gehört hat oder einen Rebhuhn gesehen hat. Sie können ja alle mal überlegen, wann Sie das letzte Mal in Burgkirchen einen Rebhuhn gesehen haben oder irgendwo anders im Landkreis. Wir haben bei den Feldvögeln, wie auch bei den Insekten, Sie konnten das ja auch kürzlich lesen, eine dramatische Veränderung in unserer Umwelt. Die Bestandsentwicklung bei Agrarvögeln geht dramatisch nach unten, sei es nun Rebhuhn, Braunkehlchen, Wiesenpieper, Haubenlerche, überall geht es dramatisch nach unten. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann ist der stumme Frühling nicht morgen da, sondern er ist schon heute da und Ihre Kinder und Enkel werden diese Arten nicht mehr kennen. Das geht natürlich Hand in Hand mit einem Anstieg im Verbrauch der Pflanzenschutzmittel, Pestizide von 1994 bis 2015 um 63% Anstieg mit den entsprechend umgekehrten Trend bei vielen Tier- und Pflanzenarten. Gut, Pestizidkontamination, was können wir tun? Auch hier, der ökologische Landbau wäre die beste Maßnahme, um grundwassergefährdende Pestizide zu vermeiden. Der Anbau von Silphy, das ist eine Pflanze, die ähnlich wie Mais eine sehr große
eine enorme Biomasse entwickelt, die weniger und gar keine Pestizide und weniger Düngung verlangt, wäre als Maisersatz ein wichtiger Kandidat. Geeignete Fruchtfolgen und Zwischensaaten, was inzwischen glücklicherweise auch schon oft praktiziert wird. Dann natürlich der Ausstieg aus der Resistenzspirale, mindestens aber keine Nutzung von Pestiziden in erweiterten Trinkwasserschutzgebieten. Ich würde sagen, nirgendwo.